Hallo, wie versprochen gibt es heute mein Follow Me Around von den Bunte New Faces Awards. Ich hatte euch ja erzählt, dass Bebe Moore mich eingeladen hat, mit auf das Event zu gehen, weil sie die Bunte New Faces Awards in der Kategorie Film unterstützen. Und deshalb bin ich sehr froh, jetzt endlich angekommen zu sein. Ich bin jetzt gerade im Grand Hotel Esplanade und habe gerade meine Sachen abgelegt und gedacht, jetzt suche ich mal die Gewinnerin auf und schaue, wie weit sie ist, ob sie sich schon entschieden hat, was sie anzieht. Und ich würde sagen, ihr kommt mal mit. Komm rein. So, ich bin bei Konstanze angekommen. Ihr Zimmer sieht meinem verblüffend ähnlich. Fernseher, tolle Lampen, zwei Einzelbetten. Finde ich auch sehr schön. Wer weiß, was das bedeuten sollte. Ich habe ein Doppelbett und da sitzt sie. Kurz scharf stellen hier. So. Und genießt den Ausblick. Ich weiß auch gar nicht genau, wo man jetzt hier überall drauf guckt. Wir haben jetzt auch nicht mehr so viel Zeit, müssen uns relativ schnell jetzt entscheiden, was wir anziehen wollen und wie wir unsere Haare machen und wie wir uns schminken und so weiter. Es wird eng. Es wird eng. Hast du dir schon was überlegt, wie du Haare, Make-up machen willst? Also, Haare habe ich gedacht, irgendwie hochgesteckt, ein bisschen lockig, so ein bisschen aufgelockert das Ganze. Nicht besonders streng halt. Und Make-up ist schwierig, Also so also eher lichtig und ein bisschen dunkler. Also, die Augen. genau. Also Fokus auf den Augen, nicht auf den Lippen. Genau. Okay. Bei mir ist dann wahrscheinlich genau andersrum. Wie immer denke ich mal eher, dass ich dann nichts auf den Augen mache und dafür dann wie immer Lady Danger trage. Aber ja, genau, halt klassisch. Und meine Haare kann ich ja wie immer nix machen, deshalb werden sie wahrscheinlich einfach so bleiben oder so ähnlich. Mal sehen, du hast einen Lockenstab mit, habe ich gerade gesehen. Ja, Ja. genau. Ja, vielleicht werde ich noch versuchen, den zu benutzen. Mal sehen, ob ich das kann. Ich habe euch ja gefragt bei Instagram, welches Kleid ich anziehen soll. Ich hatte ja eins von Carlotta Wilde, was ich auch im Video gezeigt habe. Und dann eins aus meinem Portfolio, was ich schon total lange irgendwie habe. Aber irgendwie, das von Carlotta war mir dann doch leider ein Tick zu groß. Und das von mir war mir dann leider doch ein Tick zu oft getragen. Weshalb ich mich dann nochmal umentschieden habe. Und jetzt habe ich natürlich drei Kleider zur Auswahl. Ich glaube, das sieht angezogen halt richtig schön aus, weil es halt wie so ein kleines Schwarz ist mit so einem Cape drüber. Haha. Und ich glaube, das ist ganz schön. Aber ich kann mich einfach nicht entscheiden. Hast du dich denn schon entschieden? Ich sehe, da sind auch mehrere Kleider zur Auswahl. Du bist Genau. also nicht nur mit einem gekommen. Nee, ich habe zum einen so ein grau-blaues Kleid. Das ist Und das ist sehr schön. von Unique, keine Ahnung. Naja, ja, sieht man halt so, ne? Hier sind so ein paar braune Applikationen und schimmert halt so blau-grau. Das ist halt sehr lang und hat auch, halt auch hinten so eine kleine Schleppe. Oh, sehr Ja, schon elegant. sehr elegant, Ja. ja. Und dann bin ich natürlich nochmal auf Nummer sicher gegangen und habe mir ein schwarzes Kleid besorgt von Hallhuber. Und das ist natürlich sehr klassisch, Ja. Etui-Kleid. Wir haben uns jetzt eingefunden auf den Toiletten. Aber es ist noch ganz ruhig und leer und deshalb dachten wir, dass wir uns jetzt mal präsentieren und euch zeigen, was wir anhaben. Konstanze, willst du mal anfangen? Ja, ich trage ein schwarzes Kleid von Hallhuber und schwarze Strumpfhosen? Strumpfhosen dazu und schwarze Pumps, ganz einfach. Pumps von? Bitte? Pumps von? Gehört 17. Okay, alles klar. Ich trage ein Kleid von SHEINside. Das ist so eigentlich ganz klassisch geschnitten gerade und hat aber dann wie so ein Cape drüber. Das gehört zum Kleid. Und dann ganz klassische Pumps von Bianco. Und meine Tasche, die ich eigentlich immer trage, ohne Henkel, heute von Zara. Meine Armreifen sind von David Smallcomb und mein Lippenstift ist Lady Danger von MAC.
Der Tag danach, die Party ist vorbei. Wir sind jetzt gerade wieder frisch geduscht, haben gerade gefrühstückt und sind jetzt gerade dabei, Sachen einfach einzuräumen und auf dem Weg raus in die weite Welt. Warst du schon mal in Berlin eigentlich? Schöne Hotel. Ja. Nein, ich war schon mal in Berlin, ich war schon mal in Berlin, aber da war ich, glaube 10 Jahre alt. Ah, und okay. Ich war auf dem Reichstag. Ja, kann ich mich noch dran erinnern, aber ansonsten. Nicht so richtig, genau. Okay. Weil der Tag ist ja noch jung und wir werden jetzt, glaube ich, mal ein bisschen Berlin erkunden. Ich werde dir ein paar coole Sachen, ein paar coole Ecken zeigen. Genau. Aber wie fandst du denn den Abend gestern? Also ich fand ihn super beeindruckend, auch mal hinter die Kulissen zu gucken. Es war auch sehr klein, also das wusste irgendwie keiner vorher. War ja sowieso, habe ich ja schon erzählt, ein bisschen stressig irgendwie. Und als wir dort ankamen, war es halt total klein. Und wir dachten irgendwie, wir gehen da vielleicht verloren oder so, weil es so groß ist. Aber es war echt eine kleine Location, genau. Auch ein kleiner roter Teppich. Was total lustig war, weil wir sozusagen hinter dem oder neben dem roten Teppich dann standen und die Leute halt vom roten Teppich in unsere Richtung kamen und plötzlich standen so alle beieinander. So die Leute, die Veranstalter waren und die Stars und irgendwie die Fotografen und alle irgendwie bunt gemischt standen dann da eben zusammen, was irgendwie voll unrealistisch war, ne? Ja. Und dann auch in der Location, also es war ein E-Werk. Stand man dann halt neben Barbara, weißt du, Barbara Mayer? Ja. Auch, ja. Und die von Jerry Six Topmodel? Ach, Mayer. Barbara Mayer, die auch. Und also die stand alle so. Ja, sie saß da neben uns, genau. Ist schon irgendwie lustig so, die auch mal in echt zu sehen. Und sehen auch schon alle meistens sehr anders. Das heißt anders, ja, aber schon irgendwie, ich meine, man sieht ja. Wie ihr vielleicht auch wisst, wenn ihr mich schon mal gesehen habt, sieht man halt auf dem Video oder auf dem Foto ja meistens anders aus als dann irgendwie im echten Leben.
Und so war das dann, glaube ich, auch, dass man wie manchen so dachte, hä, die kennst du doch irgendwo her oder den kennst du doch irgendwo her. Ja, genau. Und dann der Joko hat das ja moderiert. Nur ganz kurz irgendwie, ne? Weil eigentlich dachte irgendwie, es geht viel länger oder so. Ja. Aber eher kurz. Das war doch dann sehr schnell irgendwie vorbei. Ja, fand ich auch. Ja. Es geht immer ganz schnell. Ich finde, es ist wie auf der Fashion Week. Wenn man noch nie auf der Fashion Week war, denkt man immer so eine Show dauert eine Stunde lang. Ja. Die dauert ja halt 15 Minuten, dann ist sie vorbei. Also man wartet halt so lange auf diese Show und dann geht man rein und nach 15 Minuten ist wieder vorbei der Spuk. Genau. Deshalb war das relativ schnell dann vorbei und ging dann halt gleich über in die Aftershow-Party. Und da kam dann auch echt coole Musik, war voll die gute Stimmung und auch die Baby More Leute, die mit uns eben da waren, uns auch so ein bisschen begleitet haben, die waren super nett. Vielen lieben Dank an euch und viele liebe Grüße an das Team. War echt super, super nett und wir hatten voll den schönen Abend da. Ja. Und genau, jetzt von mir auch nochmal danke, es war wirklich sehr schön und super organisiert. Ja, genau. Ja. Ja, das war es dazu und ich würde sagen, wir gehen jetzt mal ein bisschen Umfall. Ja. Ein bisschen bummeln und shoppen und angucken und ich hoffe, die Eindrücke haben euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss!